Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem hübschen Loop, der so lang ist, dass man ihn auch als Kapuze tragen kann. Ich habe ein großes 200 Gramm Knäuel verwendet. Ich habe eine Maschenprobe gemacht, im Perlmuster gestrickt und 10 Maschen ergaben bei mir auch 10 cm. Ich habe nun insgesamt 55 Maschen angeschlagen. Wie gesagt, wir stricken im Perlmuster, also die Runde schließen und eins rechts, eins links stricken. Durch diese ungerade Zahl auf der Nadel versetzt sich das Muster automatisch. Also auf der rechten landet dann eine linke Masche und auf der linken eine rechte. Ich habe so lange weiter gestrickt, bis das Garn fast aufgebraucht ist. So kam ich auf eine Länge von 50 cm. Dann können wir das Ganze schon abketten. Und zwar mache ich das ganz einfach und elastisch mit einer Häkelnadel. Die Häkelnadel benutzen wir am Anfang, genau wie eine Stricknadel. Wir ketten auch wieder im Perlmuster ab, das heißt eine rechts und eine links. Wir stricken die also ganz normal ab mit der Häkelnadel. Und wenn 2 Maschen auf der Nadel sind, können wir den Faden holen und sie abhäkeln. Also ganz einfach. Auf diese Art und Weise wird die Kante sehr dehnungsfähig und elastisch. Immer wieder die eine Masche abstricken mit der Häkelnadel und dann den Faden holen und das die 2 Maschen abhäkeln. Ringsherum alle Maschen auf diese Art abketten. Und jetzt habe ich wirklich nur noch dieses kleine Stückchen Faden übrig, um zu vernähen. Und hier sieht man schon, wie schön dehnbar und elastisch das Ganze geworden ist. So, nun noch die Fäden vernähen und damit ist der schöne Loop auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.